Dürfte ich nur ein einziges Abo im Bereich LLMs abschließen, würde ich mich definitiv für Poe.com entscheiden. Bist du neu in der Welt der künstlichen Intelligenz mit den Chatbots? Oder aber du nutzt mehrere Chatbots und hast vielleicht sogar mehrere Abos bei verschiedenen Anbietern, wie bei Anthropic mit Claude oder ChatGPT oder Gemini, dann ist für dich diese Plattform hier definitiv eine super gute und vor allem den günstige Alternative. Poe.com lässt sich prinzipiell kostenlos nutzen, man hat dann einfach nur ein relativ geringes Tageslimit. Ansonsten kostet Poe.com, ich glaube, 20 oder 22 Euro im Monat und damit bekommt man ja 1 Million, ich nenne es mal Tokens, und jeder Chatbot benötigt hier halt eine unterschiedliche Anzahl an Tokens für die Antwort, aber das werde ich euch später noch erklären. Schauen wir uns doch zunächst aber erstmal an, warum meiner Meinung nach Poe.com eines der besten Tools ist, wenn es um Large Language Models geht. Wie ihr schon hier erkennen könnt, haben wir eine riesen Auswahl an Bots, die wir so nutzen können. Also mit Bots meine ich jetzt in erster Linie die Sprachmodelle. Und wenn wir hier mal uns alle anzeigen lassen, dann sehen wir, dass hier wirklich, also Claude 3, ChatGPT 4o, Gemini, Llama 3 von Meta, Mistral und so weiter alles hier vorhanden ist. Das bedeutet, alles was im Bereich Chatbot Rang und Namen hat, lässt sich über Poe.com wirklich nutzen. Und wenn man nun einen neuen Chat beginnen möchte, wählt man sich hier einfach einen Chatbot aus, zum Beispiel ChatGPT 4o. Und dann können wir hier ganz normal mit dem Chatbot anfangen zu schreiben. Das funktioniert genauso wie bei ChatGPT oder bei den ganzen anderen Anbietern. Allerdings gibt es eine Einschränkung. Und zwar, wenn man hier fragt, wie sind die Wetteraussichten heute in Baden-Württemberg, dann bekommen wir die Meldung, dass kein Internetzugriff möglich ist. Das ist ein Manko, den man einfach so auf dem Schirm haben sollte. Allerdings kann man auch sagen, man möchte hier einen Websearch betreiben. Das ist dann einfach ein anderer Bot, sage ich mal, ein anderes LLM von Poe selber. Und hier wird dann letztlich im Internet eben geschaut, wie das Wetter ist. Und ist im Prinzip dann die Internetkonnektivität gegeben. Wir können auch innerhalb dieses Chats jederzeit einen anderen Chatbot verwenden, indem wir hier das @-Zeichen geben und dann einfach das eingeben, was wir verwenden möchten. Und dann bekommt man eben die Antworten von diesem Chatbot. Hier sieht man auch nochmal mit diesem ChatGPT 4o, dann sieht man in diesem Nachrichtenverlauf dann auch wunderbar, an welchen Chatbot man das Ganze oder an welchen Bot man das Ganze denn gestellt hat, die Anfrage. Und somit ist man hier wirklich sehr flexibel in der ganzen Handhabung. Wenn jetzt zum Beispiel einem die Antwort nicht gefällt oder man einfach einen Vergleich haben möchte, könnte man auch sagen, man möchte das Ganze mit einem anderen Chatbot nochmal als Vergleich haben. Und das würde eben so gehen, dass man hier unten bei Vergleichen zum Beispiel sagt, vergleichen mit 3 Opus. Opus ist ein bisschen langsamer und dann wird hier eben diese, ich sag mal, Antwort von Claude 3 Opus nochmal generiert. Und man hatte hier wirklich eine gute Vergleichsmöglichkeit. Aber das ist noch gar nicht so das Geniale, wenn wir schon gerade bei Claude 3 Opus sind. Die Claude Chatbots sind ja jetzt freigegeben für Europa, das war ja lange Zeit nicht so. Und es gibt aber einen riesen Nachteil auf der Plattform. Ich hatte mich da schon registriert mal und ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen. Aber wir können bei Claude 3 leider keine Chatbots verwenden, also keine Custom-Bots, sage ich mal. Aber was sind jetzt eigentlich Custom-Bots? Custom-Bots sind einfach spezialisierte Anwendungsfälle, wofür man sich eben genau für diesen Anwendungsfall einen Bot baut. Und der beinhaltet schon mal wichtige Informationen, damit wir hier nicht immer alles erklären müssen, was denn der Bot jetzt genau machen soll. Und den können wir halt für die immer wieder gleichen Aufgaben hernehmen. Ich kann euch das gerade mal zeigen. Wenn wir hier aber wieder auf die Startseite gehen und dann auf Ihre Bots klicken, dann sehen wir nicht nur unsere persönlichen Bots, aber eben auch unsere persönlichen Bots, die wir erstellt haben. Wie man diese erstellt, das zeige ich euch gleich. Aber wenn wir jetzt hier mal reinschauen in diesen Bot zum Beispiel, dann sehen wir, wie der Bot heißt. Den Namen können wir natürlich vergeben. Dann sehen wir, was dieser Bot hier an von dem Kontingent, also wir haben 1 Million Tokens pro Monat, was der denn verbraucht pro Nachricht. Das wären jetzt 300. Und wir können uns hier dann auch noch Details anzeigen lassen. Das sehen wir dann eben auch, dass ich jetzt hier noch ziemlich viele Tokens frei habe für diesen Monat. Und wir sehen eben, was dieser Bot, die Verwendung dieses Bots, wie viele Nachrichten da eben jetzt möglich wären. Wenn wir wissen wollen, was denn hier für ein Bot verwendet ist,
klickt man hier auf Bot bearbeiten und dann sehen wir, dass der Bot letztlich GPT-4o ist. Und hier ist dann eben der Name, der vergeben worden ist. Und hier ist dann letztlich die Custom Instruction. Und hier werden dann diese einzelnen Angaben eben ja gemacht, was der Bot denn für eine Rolle übernehmen soll. Hier noch so ein kleiner Profi-Tipp: Weist dem Chatbot immer eine Rolle zu. Also wenn ihr irgendwelche rechtlichen Fragen zum Beispiel habt, dann sagt ihm, du bist ein Fachanwalt für zum Beispiel Urheberrecht. Oder wenn ihr steuerliche Fragen habt, dann schreibt dem Bot oder weist dem Bot die Aufgabe zu, du bist ein Steuerberater mit dem Fachgebiet E-Commerce zum Beispiel. Das sind alles so Dinge, dann sind die Antworten in der Regel deutlich besser. Und wenn man jetzt eben, so wie in diesem Fall, was ich hier geschrieben habe, eine Aufgabe hat, die der Bot, die ein Bot hier regelmäßig übernehmen soll, das wäre jetzt für mich zum Beispiel Skripte erstellen oder auch Themen ausarbeiten, dann sollte man hier so eine, ja, sag ich mal, Custom Instruction, also sich so einen eigenen Bot bauen. Hier ist dann alles schon vorgegeben, was denn die Vorgaben sind, wie viele Wörter das sein soll, wie die der Text quasi, wie der Stil des Textes sein soll, dann, dass eben die Themen erst einmal ausgearbeitet werden sollen und so weiter. Also das sind Dinge, wenn man das jedes Mal von neuem diesem Bot erklären müsste, da würde halt sehr viel Zeit ja verschwendet werden. Und mit Hilfe dieser Bots, das geht bei ChatGPT 4o ja auch, kann man sich hier viel Arbeit sparen und eben für wiederkehrende Aufgaben solche Bots bauen. Bei Claude 3 Opus eben oder bei Claude 3 allgemein geht es eben nicht. Und deswegen ist hier gerade für solche Sachen Poe eine ziemlich geniale Alternative. Also bevor man sich Claude 3 holt als eigenes Abo, würde ich da definitiv zu Poe.com raten. Und hier unten kann man dann auch noch ja weitere Dokumente hochladen, wo man da eben sagen kann, dass der Bot sich auf dieses Dokument beziehen soll. Und hier haben wir die Möglichkeit, eine Begrüßungsnachricht zu erstellen. Ich habe es hier einfach mal geschrieben. Hallo Heval, welches Thema bearbeiten wir heute? Und das ist dann, wenn ich den Bot starte, die Nachricht, mit der ich begrüßt werde. Unter erweitert können wir sagen, dass diese Antworten eben ja vorgeschlagen werden sollen. Also das ist dieser untere Bereich, wo wir gesehen haben, wo man draufklicken kann, wo weiterführende Fragen gestellt werden. Markdown-Inhalt rendern, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was das ist. Und benutzerdefinierte Temperatur bedeutet einfach, wie kreativ denn der Bot sein soll. Da muss man aber ein bisschen aufpassen, 0,35 ist so der Standardwert. Und wenn man hier drüber geht, dann ja, fantasiert der Bot sozusagen deutlich mehr. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um Geschichten geht, wo man sagt, man möchte wirklich was Kreatives haben, dann schadet es definitiv nicht, wenn man den Wert ein bisschen höher setzt. Und wenn man eben sagt, das ist so eine Art Wissensbot, dann sollte der Wert hier 35 eigentlich nicht unterschreiten. Vielleicht könnte man das sogar auch ein bisschen runtergehen. Hier könnte man dem Bot dann auch noch eine Beschreibung geben. Das wäre eben dann vor allen Dingen interessant, wenn man diesen Bot öffentlich zugänglich macht. Das würde hier nämlich hier unten gehen mit diesem Schalter. Hier würde der dann eben auch noch zu diesen Empfehlungen gehen, also wenn man jetzt hier wieder auf ihre Bots geht. Und der Prompt, den könnte man sich auch oder könnte man den anderen auch zugänglich machen. Kann unter Umständen sinnvoll sein, kann aber unter anderen Umständen vielleicht auch nicht sinnvoll sein. Und das Schöne ist, man kann hier sogar den Bot monetarisieren. Dazu muss man sich allerdings hier bei poe.com erstmal als Ersteller, sage ich mal, eintragen. Und dann wäre die Monetarisierung auch möglich. Was man da verdient, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, weil wie ihr seht, habe ich das nicht aktiviert. Aber wer da Interesse hat, kann sich da ja gerne mal das anschauen. Hier sieht man auch im Menü Ersteller, was man da eben machen muss. So, und das Schöne ist, ich kann jetzt hier auch, wenn ich einfach merke, okay, das ist jetzt nicht so gut, die Antworten mit diesem Bot, kann ich auch sagen, okay, dann nehme ich einfach einen anderen Bot. Also ich habe hier dann auch wieder alle Bots oder alle LLMs zur Verfügung. Man muss da ein bisschen aufpassen, dass man das nicht durcheinander bringt und dann entsprechend hier sagen, okay, ich möchte jetzt mit Claude 3 Opus diesen Bot laufen lassen. Oder aber wenn ich zum Beispiel merke, ich komme mit meinem Kontingent ans Ende, weil Claude 3 Opus kostet jetzt zum Beispiel 2000 dieser Tokens, während ja ChatGPT 4o nur 300 benötigt. Also hier kann man dann auch, wenn man sagt, okay, ich komme jetzt langsam an mein Kontingentende, auch den Bot einfach ersetzen und dann speichern und der Bot ist sozusagen bearbeitet. Und hier ist man jetzt quasi in diesem Chat mit diesem Bot und hier ist eben diese Begrüßungsnachricht und hier unten sieht man auch 2000 Punkte pro Nachricht. Und wenn man da draufklickt, dann sieht man, okay, man hat 500 oder fast 500 Nachrichten, die man jetzt mit diesem Bot erstellen könnte mit Claude 3 Opus eben. Hier oben steht auch nochmal 2000 pro Nachricht. Was dann auch noch sehr spannend ist,
Hier sieht man, was man mit diesem Bot bereits für Themen bearbeitet hat. Da könnte man dann auch direkt nochmal hier drauf gehen und würde in dieses Chatfenster kommen. Wenn ich jetzt von Grund auf einen neuen Bot erstellen möchte, würde ich hier oben auf Bot erstellen klicken und dann sind wir wieder in dem Fenster, was gerade ich euch ja schon erklärt habe. Hier oben gibt man dann eben den Namen ein und ansonsten ist eben hier wieder alles wie schon gerade gezeigt. Hier auf der linken Seite ganz oben sieht man dann erstmal die letzten verwendeten Chats bzw. den Chatverlauf. Wenn man sich alles anzeigen lassen möchte, würde man hier auf alle Chats klicken und dann werden hier alle Nachrichten oder die gesamte History angezeigt. Unter Profil kann man dann hier noch sein Profil bearbeiten und unter Einstellungen kann man einfach so allgemeine Einstellungen vornehmen wie Dark Mode, den Abo-Plan und so weiter. Wenn wir jetzt hier nochmal in unseren letzten Chat reingehen, dann haben wir auch die Möglichkeit, diesen Chat hier zu teilen. Entweder über den GPT-4o jetzt in dem Fall offiziell, dann würde quasi der gesamte Chatverlauf geteilt werden oder man könnte aber auch sagen, ihr Chat. Und dann kann man hier einzelne Nachrichten auswählen, die man denn teilen möchte. Und das ist eigentlich auch ganz praktisch, gerade wenn man irgendwie kollaboriert mit anderen, ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man nur das wirklich Relevante hier auch auswählt und dann hier einen Freigabelink erstellt. Das sieht man schon, ist kopiert, ist dann in der Zwischenablage und lässt sich dann einfach per E-Mail oder WhatsApp oder was auch immer verschicken. Das war's jetzt zu Poe. Und nächste Woche schauen wir uns mal ChatGPT genauer an. Und wenn du wissen möchtest, welche KI-Tools ich in meiner täglichen Arbeit verwende, dann schau dir das hier angezeigte Video an. Das war's für diesen Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video.